Es geht weiter in der U-Bahn, wo irgendwas passiert ist und wir sollen nachgucken. Es hat keinen Sinn, sie anzusprechen. Auf nach Calgary. Den brauchen wir auch nicht ansprechen. Raus kommen wir bestimmt hier nicht. Also mal nachgucken. Was war das? Was? Was war das für ein Geräusch? Seltsam. Nicht nur Einbildung. Sarah? Oh nein. Fuck. Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Sie ist ohnmächtig. Es kam einfach so. Eine riesige Kralle. Sie fiel nach vorn. Auch Blut verliert sie und... Wir sind schon so nah am Ziel. Verdammt, Martin, bleiben Sie ganz ruhig. 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 Haben Sie doch etwas Munition? Ich will das Vieh erledigen. Wir haben es fast geschafft. Wir müssen nur Calgary erreichen. Dann ist alles vorbei. Aber bis dahin schaffen wir es nicht. Also. Es ist. Es ist. Wir werden es nie schaffen. Jetzt beruhigen Sie sich, Mann. Wir schaffen das. Wir sind so weit gekommen. Das Vieh wird uns jetzt nicht aufhalten. Schließen Sie die Tür hinter mir zu und bleiben Sie von den Wänden weg. Ich klopfe dreimal, wenn... Ist in Ordnung. Viel Glück. Hier, nehmen Sie das hier. Es wird schwierig sein. Nee, na, kann schon gehen. Bei diesem Vieh. Schrotmunition gefunden. Revolvermunition gefunden. Danke, niemand hält uns jetzt noch auf. Wir kommen nach Calgary, alle. Gut. Speichern. Und... Wir gehen das Vieh jetzt suchen. Was auch immer du bist, ich bin derjenige, der dich dorthin zurückschickt, wo du hergekommen bist. Auf direkt den Weg zurück in die Hölle. Wow. Nein. Wie kann ich denn das treffen? Ich weiß es nicht. Aua. Ah. Oh. Verdammt. Los, zeig dich. Nimm das. Ah, weg ist es. Ah. Nimm das, Drecksvieh. Ich werde dich töten. Bam, bam, bam. Na los. Zeig dich. Bam. Oh. War's das? So, der Zug ist bald da. Wir sind gleich in Calgary. Und wenn wir dann da sind, bringen wir den Pater gleich ins Krankenhaus. Ich glaube, gegenüber der U-Bahn-Station ist gleich ein Krankenhaus. Wir bringen dich und den Vater dort direkt dorthin. Sarah, darf ich dich was fragen? Immerhin kennen wir uns ja auch schon länger. Was ist denn? Wie ist das hier möglich? Naja, also, du weißt schon. Was soll ich sagen? Ich kann es dir nicht erklären. Aber... Ich denke, dass das, was hier passiert, nicht Gottes Wille war. Diese Dunkelheit, sie stammt von dieser schwarzen Gestalt. Doch wir sind hier entkommen. Es ist vorbei. Aber diese Kreaturen, woher? Sicherlich Menschen, die von der Dunkelheit eingenommen wurden. Mach dir jetzt keine Gedanken, es ist vorbei. Ist es wirklich vorbei? Irgendwie passiert absolut gerade nichts. Außer, dass die U-Bahn da fährt.
Wie sieht es denn hier aus? Was ist passiert? Wie eine Geisterstadt? Wir sollten uns beruhigen und nachdenken. Erstmal sollten wir... nach Leuten suchen. Die Stadt kann doch nicht auch noch von diesen Monstern befallen sein. Das kann nicht sein. Egal, was wir machen. Das Beste für alle wäre, dass wir ins Krankenhaus gehen. Dort werden sicherlich Menschen sein, die uns helfen können. Ich bezweifle es. So ziemlich. Wer auch so sieht, kann ja die Hand heben. Ha, ha, ha. Da liegt ein Verbandskasten, also es geht noch weiter anscheinend. Hier ist alles verlassen. Ich glaube, das ist die Apokalypse. Das Ende der Welt. Oder eine große Atomexplosion. Und wir sind die einzigen Überlebenden. Alle sind weg. Es ist niemand mehr hier. Wir brauchen einen Arzt. Der Ball hält nicht mehr lange aus. Ja, aber was ist mit dir? Du bist auch verletzt. Nein, schon okay. Die Wunde ist nicht schlimm. Das heilt schnell. Aber das war eine tiefe Wunde. Das geht doch gar nicht so schnell. Schon gut. Es geht. Ich kümmere mich um den Pater. Was soll ich machen? Martin, die werden auf Sarah aufpassen, falls etwas passiert. Was soll denn passieren? Naja, ich habe so das dumpfe Gefühl, dass mit diesem Ort etwas nicht stimmt. Haben die das aus ihren Psychologiekosten? Das ist doch jeder Idiot, dass hier was nicht stimmt. Martin, beruhigen Sie sich. Ich denke, dass wir hier unsere Antwort finden. Antwort? Antwort? Martin, ich bitte Sie, beruhigen Sie sich. Ich werde auf Sarah aufpassen, aber ich kann nichts versprechen. Ich werde bald wieder da sein. Ich schaue mich ein wenig um und mal gucken, ob wir was Nützliches hier finden. Vielleicht auch Überlebende oder einen Arzt. So, aber ich möchte diesen Verbandskasten da mitnehmen. Wo? Der Herr davor steht? Ah, oder auch nicht. Also wird hier noch irgendwas passieren. Hier hätten wir... nothing. Doch, ein PC, der an ist. Scheint eine Art Programm zum Überwachen von Räumen zu sein. Kamera angucken. Irgendwie ist da nichts. Oh. Bug. Ist das ein Bug oder? Abgeschlossen? Diese Zelle scheint verschlossen zu sein. Ich sollte mich umgucken, ob irgendwo eine Konsole ist. Ob das so richtig ist, ich weiß es nicht. Ja, ich habe das Spiel zum Buggen gebracht. Juhu! Gut. Interessant, dass es dann buggt. What the fuck? Na lecker. Das war der Oberarzt bestimmt. Und... aua. Na los. Vielleicht sollte ich auch die Waffe mal wechseln. Waffe. Den Revolver. Na los, komm hierher. Du. Sonst was gewohnt. So, tot. Was haben wir hier noch? Ein Schrank mit Besteck. Scheint nicht viel übrig geblieben zu sein. Nee. Mein Gott, was zur Hölle. Das ist doch nicht etwa das, für was ich es halte. Oh Mann, ich brauche frische Luft. Was ist hier passiert? Sarah? Martin, was ist hier passiert? Er war da. Er ist wieder da. Wer? Wer ist wieder da? Der schwarze Typ. Was? Wo ist Sarah? Er hat sie verschleppt. Nach draußen. Wir sind erledigt. Alle tot. Es ist vorbei.
Martin, Sie bleiben hier, verstecken Sie sich. Hier am Tisch ist eine Konsole für die Zellen. Ich verstecke mich dort. In Ordnung, verstecken Sie sich dort. Doch was ist mit dem Pater? Den nehme ich mit. Ich gehe in die letzte Zelle. Okay. Eine Telefonnummer, es geht nicht. Huhu! Top-Voraussetzung, was haben wir da? Ach. Der Fahrstuhl ist außer Betrieb. Ich brauche eine Berechtigungskarte, um ihn benutzen zu können. Abgeschlossen. Ah, das ist ein Speicherpunkt, das ist gut. Aus diesem ganzen Drama hier. Oh, Litatonikum? Na, sah nur so aus. Obwohl, na gut, da lag eine Flasche, aber es ist kein Tonikum. Sagen wir es so. Stehen bleiben! Sonst bin ich gezwungen, sie zu erledigen. Nehmen Sie die Hände hoch. Eine falsche Bewegung und Sie sehen die Radieschen von unten. Besitzen Sie ein Auto? Wenn ja, wo steht es? Ich bin mit der U-Bahn in die Stadt gekommen. Verarschen Sie mich nicht! Die U-Bahn läuft nicht mehr, seit die Zimmer hier sind. Also finden Sie eine bessere Ausrede, sonst bin ich gezwungen. Aber das ist die Wahrheit. Wir haben einen Zug zum Laufen gekriegt und hierher gefahren. Wir dachten, dass wir hier in Sicherheit seien, aber wir haben uns getäuscht. Ja? Wer ist hier denn noch alles? Sind Sie einer dieser Monster? Beruhigen Sie sich doch mal. Wir sind hier mit ein paar Leuten hergekommen. Aber wo? Wo wollen die hin? Was machen sie hier draußen? Sarah Valentine, eine Freundin, wurde verschleppt. Ich muss sie suchen. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, wo sie sein könnte. Ich könnte mitkommen und ihnen helfen, denn da, wo sie ist, ist es sehr gefährlich. Hat sie ja wirklich kein Auto? Denn es wäre besser, wenn wir von hier verschwinden, als lange... Nein, tut mir leid, wir sind mit dem Zug gekommen. Dann los, ich habe eine Ahnung, wo sie sein könnte. Okay, hören Sie zu. Ich habe diese Tür nicht umsonst abgeschlossen. Hier kommen wir ins Westgebäude. Dort sind die meisten Patienten untergebracht. Also wenn jemand Ihrer Freundin verschleppt hat, dann dorthin. Ich bin ausgebildeter Polizist. Ich würde mitkommen und Ihnen helfen, so gut ich kann. Also gut, Sie sind bereit, ein paar Monster die Ärsche aufzureißen? Sarah finden und Heile wieder rauskommen, das trifft es eher. Also los. Okay, erstmal nehmen wir die Munition hier auf. Schrotmunition gefunden. Gut. Was haben wir da? Ein Zigarettenautomat? Wenn ich jetzt Geld dabei hätte. Ja, Raucher hier. Da ist ein Verbandskasten. Gut. Das war's, denke ich. Also rein da. Und ein Speicherpunkt. Noch einer. Gut. Was haben wir da? Nichts, nichts, nichts. Warum ist das Licht jetzt ausgegangen? Kaputt gegangen. Oh Gott. Na lecker. Wow. Warum kommt sie aus dem... Die Tür ist jetzt offen. Ach so. Stirb. Lass mich in Ruhe. Na natürlich. Kann ich auch im Kreis gehen? Haha. Jetzt habe ich dir gezeigt, Monster. Na, wer ist jetzt hier der Boss? Du sicher nicht. Auf jeden Fall nehmen wir mal, glaube ich, ein Tonikum. Tonikum haben wir nämlich viermal? Verbandskasten fünfmal. Ja, dann lohnt es sich ja, einen Verbandskasten zu ziehen. LOL. Warum habe ich mehr Verbandskäste als Tonikum? Ich hab's dem Monster gezeigt, yay! Aber ich dachte echt, nach der U-Bahn wäre endlich Ende und dann kommt sowas an. Also, gut, hören Sie kurz zu. Jetzt wird es ernst. Hinter dieser Statue dort werden die Patienten aufbewahrt, die im Knast sitzen oder psychisch gestört sind. Ich habe die Tür vorhin abgesperrt. Oder dahinter befinden sich Wachen und Patienten aller Art. Wieso sollte Sarah da sein? Was hätte das für einen Sinn?
Naja, dort war, wäre sie ja bei den Monstern, wenn sie, wie sie sagen, versteckt wurde. Also sind sie nun bereit, ihre Freundin wiederzuholen? Ja, aber wie bekommen wir die Tür auf? Ich besitze aber ja keine Fernbedienung. Die ermöglicht mir, die Tür zu öffnen. Okay, scheint alles frei zu sein. Es liegen nur ein paar Leichen. Moment. Verdammt! Jetzt haben wir ein Problem. Und das wäre, ich stehe nicht auf Wartespiele. Sehen Sie die Leiche, die da vorne liegt? Ja, was ist mit der? Du kannst sie sehen, obwohl du nicht mal um die Ecke guckst. Sie ist durch einen Kopfschuss gestorben. Glauben Sie, dass es noch andere Überlebende gibt, die ihn erschossen haben? Nein, viel schlimmer. Ich denke, dass diese Monster gelernt haben, mit Schusswaffen umzugehen. Das bedeutet für uns... Entweder schießen wir schneller als die, oder wir enden hier als Schweizer Käse zum Abendbrot. Richtig, also sollten wir aufpassen. Zum Teufel, da sind sie. Also ich mache die Tür auf, schießen... Also ich mache die Tür auf, schießen auf alles, was sich bewegt, ich gebe ihnen Deckung. Also, ich öffne das Schloss. Sie öffnen die Tür. Ey, jetzt öffne doch die... Ich halte hier die Stellung. Wenn was ist, rufen Sie. Au. Ja genau, ich kann da nicht durchschießen, aber... Dieses Drecksvieh. Wie kriege ich jetzt die Tür auf? Ich bin tot, ja. Ach, jetzt muss ich mir diesen dummen Dialog beim nächsten Mal nochmal anhören. Also ich denke, wir sehen uns wieder nach diesem doofen Dialog beim nächsten Mal und bis dahin, ich bin euer Kane Indiana Jones.